Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hardline Music TV. Heute möchte ich euch die neue Gibson Les Paul Standard 2012 vorstellen. Auf den ersten Blick haben wir es hier mit einer ganz normalen Les Paul, wie man sie kennt, zu tun. Mahagoni-Korpus, Mahagoni-Hals, Ahorn-Decke und Palisander-Griffbrett. Gibson hat der Gitarre allerdings auch einige Neuerungen spendiert. Und zwar gerade was die Elektronik angeht. Wir haben hier vier Push-Pull-Potis. Da möchte ich aber gleich später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ein 60s Slim-Taper-Hals, der asymmetrisch geformt ist für eine bessere Ergonomie, bessere Bespielbarkeit. Und sechs Locking-Mechaniken, die die Gitarre immer gut in Stimmung halten. Ja, so viel erstmal zu den Grundkonfigurationen. Was die Elektronik angeht, wir haben hier zwei Burstbucker Pro Humbucker. Das sind prinzipiell Puff-Repliken mit ein bisschen mehr Pfeffer, einfach ein bisschen mehr auf moderne Bedürfnisse auch abgestimmt, mehr Output. Und wie gesagt, die vier Potis, wie man sie kennt, zweimal Volume, zweimal Ton, allerdings diesmal als Push-Pull-Ausführung. Die machen Folgendes. Die beiden Volume-Regler sind für den jeweiligen Tonabnehmer eine Split-Funktion. Damit werden die Humbucker gesplittet und so kann man halt Single-Coil-Sounds realisieren. Der Tonpoti vom Hals-Humbucker dreht die Phase einmal um. Damit kann man in der Mittelposition so Gary Moore-artige Sounds realisieren. Gary Moore hatte auch den Halstonabnehmer phasengedreht eingebaut, was ein kleiner Zufall war eigentlich, das war gar nicht gewollt. Und der Tonpoti vom Steg-Pickup, bei dem ist es so, egal wie ich hier die ganze Gitarre eingestellt habe, auch wenn ich hier am Hals stehe mit dem Toggle-Switch, sobald ich dieses Poti ziehe, geht der Steg-Tonabnehmer ohne Umwege direkt an die Ausgangsbuchse. Und das zeige ich jetzt einfach auch mal kurz. Und zack, wieder aus, weil ich bin hier oben am Steg. Das ist die neue Gibson Les Paul Standard 2012. Wir haben natürlich auch noch viele andere Gibson Gitarren im Programm. Schaut einfach mal rein, www.hardline-music.de, da findet ihr unseren Online-Shop, unser ganzes Programm. Oder besucht uns auf Facebook oder kommt einfach vorbei im schönen Wuppertal in unseren Laden und guckt euch die Sachen einfach mal in Real Life an.